So, auf jeden Fall prophylaktisch immer sehr gut. Wie gesagt, wir Bodybuilder machen ja, wir tun ja unserem Körper was an. Wir machen ja erstmal durch das Training sozusagen schaden wir den Muskel und dann fängt er erst an in der Regeneration das sozusagen wieder dazu zu gewinnen. Und das verlängert halt oder verbessert sozusagen die Regeneration. Zink noch dazu, auch immer gut. Hier habe ich noch mal so ein bisschen Magnesium, Citrat, auch ganz wichtig, so sage ich immer wieder auf meinen Seminaren auch. Citrat ist bei den Magnesien und Kaliumprodukten das die höchste Aufnahmeformel. Dementsprechend kostet sowas auch mehr. Nicht irgendwie so eine scheiß Brausetabletten nehmen, wo so Zink oder Magnesium oder Kaliumoxid drin ist, wird kaum aufgenommen. Geldverschwendung, genau. Hier habe ich noch so ein kleines. Ach, Nasenal. Ja, da habe ich auch nochmal hier so. Da habe ich sogar Koffeintabletten drin. Dann habe ich hier drin Knoblauchbrennnessel, Knoblauchmistel, Weißdorn, Kapseln. Gut fürs Herzgefäß. Arteriengeschichte, auch für Arterien immer gut. Omega 3. Ne? Dann habe ich hier auch gut für die Leber. Leber Vital. Ne, da wir Bodybuilder ja ab und zu mal der Leber ein bisschen schaden. Wie? Also, indem wir so, Bier saufen ohne Ende, ja. Weißt du? Hier habe ich nochmal Wop-Enzyme. So. Dann hier Vitamin B-Komplex. Und hier auch nochmal ASS, 100 Milligramm Aspirin. Voll ausgestattet. 100 Milligramm Aspirin wird genommen, aus dem Grund, da das Blut ja öfter mal bei uns Bodybuildern durch den Blutdruck oder durch die Wassereinlagerung sehr dicker werden kann, dass das Blut schön dünn ist und besser fließt und dann sozusagen keine Verklumpung vorkommt, dass man sozusagen doch mal irgendwie so schneller an einen Herzinfarkt oder irgendwas kommt und so. Sind wir natürlich weitaus mehr gefährdet als der Normalmensch, sage ich mal. So, jetzt fangen wir an mal mit dem Fleisch. Da machen wir hier ein Messer raus hier. Pfanne ist heiß. Habe ich hier so eine super schöne Pfanne hier von Ikea sogar hier. Jetzt hast du mittlerweile hier hast du eine schönere Pfanne. Ja, ne? Eine schönere Pfanne hier. Hier, eine Pfanne. So, dann hauen wir hier das Fleisch da rein. Das ist jetzt 200 Gramm Proportion, ich mache immer 400 Gramm. Also eine Mahlzeit bei mir ist immer ungefähr so bei Fleisch, je nachdem was für Phase auch, 300 bis 400 Gramm. Dann hast du auch mal in besseren Zeiten hast du auch noch mit der Hand gemacht. Ja, genau, weil jetzt habe ich ja hier. Jetzt hast du so einen schönen Luxus. Ja, ne? Also mit der Hand, aber da habe ich das Fleisch auch vom Türken geholt, vom Schlachter. Muss ich immer so und dann habe ich das immer hier reingehauen. So, ich habe ja auch noch da, das ist normalerweise, wie gesagt, oft hole ich das auch vom Türken halt, vom türkischen Laden hier. Habe ich auch noch, glaube ich, hier vertan, vermehrt hier eingefroren. Ja, hier ist es. Guck mal hier, das ist dann so mein, wenn ich jetzt nicht gerade beim Kaufland war, habe ich hier halt Tatar ungefähr in 350 Gramm Portion eingefroren. Was haben wir mit Türken dafür? Beim Türken zahlst du einen Schnitt dafür, so für 100 Gramm, 1 Euro. Was soll ich sagen? Ja, aber so beim Kaufland ist es ähnlich. Ja? Ich glaube, das war jetzt auch so. Da habe ich für 200 Gramm 3,20 Euro bezahlt. Ein bisschen mehr bezahlt man beim Kaufland noch. Aber die Qualität ist halt auch richtig. Ja, ansonsten. Ja, du kannst natürlich, wenn du dann machst du nichts. Keine Zwiebeln, keine Gemüse. Ja, ich weiß nicht, dass du keine, das mache ich ja nur, wenn ich eine Diät mache. Letzte Zeit haue ich das so weg. Einfach. Dann mache ich nur meinen Ketchup dazu hier. Mein Ketchup Light. Reis. Und dann reicht mir das so. Weißt du? So, Gewürz habe ich hier schön. Da habe ich hier einfach immer so ein Grillgewürzmischung. Die mache ich dann schön dazu. Nicht zu wenig. Da braucht man nicht sparen, sagst du, ja? Nee, das ist okay. Da ist auch nicht so viel Salz vorhanden, dann schmeckt es halt sonst so salzig. Bisschen Steak-Pfeffer hier. Hast du das? Aber ja, weil die Leute ja alles wissen. Auch bisschen was, bisschen Besseres. Oh, von Ostmann, oder? Ostmann ist teuer, genau, ja. Ostmann ist schon was teurer. Normales Jodsalz sonst.
So, da bin ich jetzt nicht so der. Und hier Manuel Bauer, unser Kollege, da wollen wir ja nochmal hin irgendwann. Okay, ja. Der muss jetzt anders machen. Das muss es so machen, sagst du hier übrigens zu Manuel, wenn wir da hin sollen, müsst ihr das Video liken und in die Kommentare schreiben. Ja? Ja, wir brauchen ja Klicks und so, ja. Weißt du? Ja, genau. Wenn ihr Manuel Bauer sehen wollt, kennt ihr ihn noch? Manuel Bauer oder die Serie von früher, Bauer Bentin, ganz beliebt gewesen. Wenn ihr das mal wieder sehen wollt, weil der Manuel, der ist noch ein bisschen mehr auf Zack, was so das allgemeine Wissen geht von Bodybuilding, Ernährung, bin ich der Meinung so. Supplemente auch, ne? Alles, also der Manuel ist da schon so ein Guru, da kann selbst ich noch, wie gesagt, sehr viel lernen von Manuel. Und da könntet ihr auch noch viel mehr lernen als ich. So, der Manuel ist halt so auch mal, wenn ich mich erinnern kann, der war dann halt in den Salzen noch so, der hat dann extra irgendwie so Meersalz und so ein Kram genommen und hat dann für jedes Salz oder für jede Sache, Komponente, die er dann so sein Essen zugeführt hat, nochmal eine richtige Erklärung gehabt. Halt, ne? So. Und das sind halt so die Kleinigkeiten, die auch zählen, ne? Wenn du so jetzt machst, ne? Ja klar, ich kann auch einen Unterschied machen. Und Manuel ist ja auch, muss man auch sagen, ein fantastischer Koch. Also die Sachen, die Mahlzeiten, die er zubereitet, ja, mit den Grillen und Gewürzen und so, ja. Das schmeckt ja schon sehr, sehr lecker. Ja. Also Manuel, an dieser Stelle schöne Grüße. Wenn der Like- und Kommentier-Button hier ordentlich penetriert wird, dann kommen wir vorbei, dann buchen wir uns ein im Hotel Bauer. Genau, da würde ich mich auf jeden Fall sehr wieder drüber freuen. Lange ist es her und wie gesagt, man würde auch davon profitieren und man hat wieder geile Gespräche, darauf freue ich mich auch immer so. Manu ist ja auch so einer der Oldschool-Bodybuilder, die auch schon lange dabei sind. Dann Guck mal, das habe ich noch so aus meiner Kochzeit hier. Dann kannst du auch mal ein bisschen schwenken. Boah, nicht schlecht, ey. So machst du es sonst. So, jetzt muss ich mir eine schöne Tupperdose raussuchen. Ich bin da jetzt zu Zeit noch nicht so, dass ich jetzt, ich sag mal, in der Diätphase bin ich da etwas einfallsreicher, weil da bin ich auch wirklich sehr hungrig. Und da muss mir das auch schmecken, so, weißt du? Da hat er noch Bock auf Gemüse und so. Aber jetzt sag ich mal so, wo man das Essen im Grunde nur aus Funktion macht. Na gut, in der Phase ja auch, aber wo man das wirklich nur noch macht, ich gucke ja zurzeit auf die Uhr. So, dann schlecht das Fenster noch ein bisschen, um abzukühlen zu lassen. Schön. Ja, zurzeit, wie gesagt, in der Off-Season ist es ja so, da guckst du ja auf die Uhr. Nur um es kurz zu klären, das gehört nicht Steve. Steve ist kein Raucher. Genau. So, pass auf. Um es mal so zu sagen, jetzt zurzeit ist es ja so, Essen ist nur noch sozusagen. Da es muss nicht unbedingt schmecken, es muss einfach rein, damit ich den Kalorienbedarf decke. Da ist es, wie gesagt, öfter mal sicherlich, wenn ich jetzt ins Restaurant gehe und so, dann muss es auch mal schmecken. So wie gestern, wo wir schön im Steakhouse waren, dann schlage ich mal zu und dann sage ich mir auch mal, dann ist das auch so mein Höhepunkt des Tages. Aber so wie jetzt diese Flocken so zum Frühstück, das esse ich jeden Tag, jeden Morgen. Das ist schon wirklich eklig, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und da sitze ich dann auch mal eine halbe Stunde, ganz gemütlich, gucke ich in meine Filme, meine lustigen immer meistens dazu. So, dass ich dann auch ein bisschen was in Ablenkung habe. Und dann brauche ich halt auch meine Zeit, so, bis ich das runterkriege. So. Könnte ich jetzt nicht so schnell und das ist dann halt auch wirklich kein. Das ist auch wirklich Arbeit, sag ich mal. Das ist ja das, was manche dann auch, das wirklich nur die Leute wissen, die es selbst so tun. Dass das eigentlich wirklich das Schwerste am Bodybuilding ist, das Essen, dass man sozusagen Essen tut nur als aus Funktion, dass man nicht genießt und im Grunde das machen muss, weil es rein muss einfach. So, und wie gesagt, zurzeit esse ich halt das Fleisch, dann da esse ich meinen Reis dazu, ein bisschen Ketchup noch drauf, dann war es das. Also du guckst auf die Uhr, oh, ich muss wieder essen, aber habe eigentlich gar nicht wirklich so groß Hunger oder Appetit. Und dann tust du es einfach nur aus Zwecks der Masse gegen. Ne? Wie gesagt, in der Diätphase ist dann so, da guckst du auf die Uhr und denkst so, oh, wann darf ich wieder essen, so ungefähr. Ne? Siehst du, hier mache ich ja. Gerne habe ich ja eigentlich sonst, deswegen kaufe ich mir sonst am liebsten die Schnellpilzes vor. Aber ich mache das mal. Zuschauer, die jetzt das reinschalten. Was ist das für ein Fleck? Das ist vorne das Zahnpasta da vorne. Ich dachte schon, wäre Ejakulat. Kann auch passieren bei mir. Kann auch passieren bei mir. Das ist ja alles menschlich, sag ich mal so, oder, Matze? Wenn du willst. In der Regel schon, ne? In der Regel macht das doch jeder eigentlich, wenn du willst. Bloß keine Rede richtig. Guck, auch jeder Mann liebt seinen Penis. Wenn du so willst, oder nicht? Da bin ich voll und ganz so bei dir. Also ich wüsste nicht, was ich ohne ihn machen würde. Ja, dann wäre das scheiße. Da wäre das Leben ganz schön scheiße. Ganz schön scheiße, auch dann wäre so das Leben auch genau wie es ist. Würde es keinen Sinn machen. Wäre schon scheiße, wenn ich. Hier ein schönes Messerchen. Was so. Ein richtiges Geschnetzeltes, oder? Genau, dann ist es erstens
Ruckzuck schnell fertig, das Fleisch. Und ich habe das Gefühl, ich krieg's besser runter. Es, also, weil ich gerade, wie gesagt, das Problem habe, dass ich mir das reinzwängen muss. Es sieht dann, es macht das, es geht irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist weniger, als wenn ich so eine, jetzt vier so ein Stück Fleisch da auf dem Tisch jetzt hätte, weißt du? Ja. So rein optisch schon gesehen. Guck mal, ne? Das ist dann wirklich schneller durch so. Ja, so ist das. So hat jeder so seine Art und Weise. Ne, jeder macht sein, wie gesagt, aber im Endeffekt zählt halt nur, dass das Protein, dass das Eiweiß, die Kohlenhydrate reinkommen. Ich zeige euch auch gleich mal, werdet ihr sehen, wie ich meinen Reis auch koche oder mache. Das ist auch mal so für die manchen Menschen da draußen was Neues. Ich mache den Reis auf meine ganz besondere Art. Das zeige ich jetzt euch gleich, wenn die Geschichte jetzt hier in die Pfanne kommt. Zum Wohl. Jawohl. Lass dich schmecken. I just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me father. Ui. So. Da habe ich hier noch schön, wie gesagt, den Thai-Jasmin-Reis. Habe ich da gerade so Bock drauf. Manchmal wechsle ich auch, manchmal nicht. Eigentlich, wenn das so willst, vom chemischen Index soll ja halt am besten der Parboiled-Reis sein. Der Thai-Reis ist halt ein bisschen höher vom chemischen Index. Die chemische Index, für die es noch nicht wissen, geht es um sozusagen die Aufnahme oder die Insulinausschüttung sozusagen. Oder wie lange das Produkt, das die Kohlenhydrate im Körper aufgenommen werden und wie lange die brauchen und wie lange die im Blutzucker sozusagen stattfinden. Und ja, das Ding hat halt ein bisschen mehr auf Blutzucker-Einfluss, aber ist halt für mich dann auch leichter runterzubekommen. Da mache ich dann immer so pro Mahlzeit 200 Gramm zur Zeit. Ja, 300. Eine Großstelle, ne? Warte, machen wir. Wie viele Mahlzeiten isst du denn jetzt genau auf der Arbeit? Auf der Arbeit esse ich nachher. Heute habe ich ja trainingsfrei. Da muss ich noch sogar ein bisschen mehr machen. Jetzt bin ich gerade. Scheiße, das stimmt ja. Ich habe nicht trainingsfrei. Da muss ich noch sogar einmal Fleisch mehr machen. Genau. Da esse ich 3-4 Mahlzeiten ungefähr. So. Das war anders als. Wenn ich jetzt natürlich trainiere, dann habe ich immer noch meinen Shake, den ich nach dem Training esse und trinke. Und dann mache ich halt nach dem Training esse immer meine Reisflocken. Die guten, weil die halt, wie gesagt, am schnellsten für den Körper verfügbar sind. Hier sieht man nochmal den Fett 0,7, Kohlenhydrate 85 Gramm, so, Zucker ist 0,3, gar kein Zucker drin, Ballaststoffe 1,4. Und das ist eben das Ding, warum ich die auch, das ist der Grund, warum ich die nach dem Training esse. Weil, wie gesagt, ballaststoffarm und fettarm. Und beides, sage ich mal, ist bei Haferflocken wieder mehr vorhanden. Ballaststoffreich, fettreicher. So. Und der Grund ist einfach, wenn an einem Lebensmittel mehr Ballaststoffe sind und mehr Fett, desto länger braucht er, um das sozusagen aufzunehmen. Also um die Nährstoffe im Körper zu spalten und bis die Nährstoffe ankommen, sag ich mal. Ne, Matze? Ja, aber Ballaststoffe sind natürlich auch gut für Furzerei, ja. Kackerei halt, ne? Da hast du recht. Das ist ja dann auch, in der Diät kann das ja auch zum Problem werden, dass so der Stuhlgang halt nicht mehr unbedingt so ja, genau, dann kann man dann fluffig rund läuft, ne? Ja, das, wenn ein paar Tage auch nicht kacken geht oder so zum Schluss. So, jetzt habe ich hier 400 Gramm. So, das ist ja auch noch so, wo wir gerade vom Ballaststoff hat auch immer noch so, der Ballaststoffanteil hat halt auch noch mehr Einfluss auf den biochemischen Index. Halt. Desto reicher, also desto mehr Ballaststoffe drin sind, desto niedriger ist der biochemische Index. Also Ballaststoffe sorgen auch dafür, dass dann im Grunde weniger Insulin ja auch ausgeschüttet wird. Ne? Und deswegen, wie gesagt, nach dem Training ist es einfach für mich, bin ich der Meinung, wichtig, durch Insulin die Nährstoffe besser reinzuschießen. Eben durch einen Shake, wo ich dann Vitago, Isolat, alles was sehr, sehr schnell aufnahmefähig auf den Körper reingeht,
reinzuballern und dann naja, die nächste Mahlzeit Reisflocken hier von HIP mit auch wieder Whey-Isolat und Whey-Konzentrat dazu. So, das sind meine ersten beiden Mahlzeiten nach dem Training. Und danach esse ich dann erst wieder Hühnchen mit Reis, was dann in meinen Augen etwas mehr Aufwand braucht, um die Nährstoffe zu spalten, sozusagen, bis die Nährstoffe ankommen. Ja? So ist das alles. 400 Gramm Reis, da machen wir schönes heißes Wasser rüber. So, mein Fleisch ist auch fast fertig. Ich muss auch würzen, habe ich ganz vergessen. So, würzen wir wieder schön hier. Bis das schön Farbe gewinnt hier. Zack, zack, zack. Salz, du machst jetzt Salz, gibt Geschmack. So, Tupperdose die nächste. Wo haben wir sie denn? Ja. Nur da die gute. Das ist wo meine Fleischtupperdose hier. Da brauche ich auch den Deckel leicht dazu immer. So. Du bist echt flott. Zack, jetzt die nächste Mahlzeit fertig, wa? Genau. Da mache ich halt immer so, dass ich den Deckel noch gleich drauf lasse. So, dann. Das stellen wir mal hier rein. Mach ich halt. Dann nochmal Fleisch machen. So, so sieht das ungefähr aus. So muss der Reis mit dem Wasser dann bedeckt sein. Und dann machen wir es so. Wie folgt. So, Deckel drauf hier. Dann lasse ich es kurz aufkochen jetzt so. Bis ich gleich gucke, dass, bis es leicht brodelt. Dann ziehe ich ihn zur Seite. Und dann lasse ich ihn stehen. Und dann ist der Reis sehr, sehr bissig noch. Aber hat im Grunde keine Kohlenhydratverluste. So, meistens, die meisten Leute, die kochen ja den Reis tot im Beutel. Und dann am besten noch, wenn sie den Beutel haben, dann ist er dann im Wasser. Den Beutel, das Wasser dann gießen. Gibt da alles weg, was rausgekommen ist. Genau, und was, das Wasser ist ja dann sehr weiß, sozusagen stärkehaltig. Und dann kippen sie die ganzen Kohlenhydrate in den Abfluss. So, und der Reis ist dann halt auch sehr, ja, sehr tot. Ja, so, der ist halt überhaupt nicht bissig, da hast du halt überhaupt nichts mehr drin. So, das ist das Problem, was die meisten so auch machen. So. Und das sind halt, oder wie Andreas Münzer damals sagte, das sind leere Kohlenhydrate. Leere Kohlenhydrate, hat er gesagt.